Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Karrieremodus mit dem Hertha BSC Berlin. Jetzt erstmal hier das dritte Gruppenspiel hier, aber da wir eigentlich schon sicher weit sind, können wir das auch simulieren. Das machen wir auch eben mal. Mal gucken, wie das ausgeht. Und das gewinnen wir 2-1, damit sind wir sogar als Erster weiter. Das ist doch sehr gut. Dann gucken wir uns jetzt hier mal die Nachrichten an. Im Abschlussbericht zu Galvez. Ja, 75, okay. Und Ayern hat einen 71, der wird da schon eher interessant. Ja, Sané dauert noch 5 Tage. Gucken wir mal. Da können wir schon mal eine Anfrage zu machen. Und dann hier haben wir Jahrstein verkauft. Und sie kriegen 1,3 Millionen dank dem Pokal. Und hier Dragowski können wir auch mal eine Anfrage zu machen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir ins Training. Trainieren eben noch Haraguchi. Mitchell Weiser. Darida. Als viertes nehmen wir dann Niklas Stark. Und zuletzt dann noch. Nehmen wir noch Plattenhardt. Lassen wir es mal kurz simulieren und mal gucken. Ja, außer Plattenhardt ganz gute Noten. Hat sich keiner groß verbessert. Und ja, da sehen wir schon auf dem Plan des nächsten Spiels gegen Brügge. Aber erstmal haben wir noch eine Anfrage zu Sané. Und Dragowski kostet 5 Millionen. Da versuchen wir natürlich noch ein bisschen runter zu gehen. Versuchen wir es mal mit 3,5 Millionen. Und bei Sané machen wir einfach mal eine Anfrage in Höhe von 2,5 Millionen. Haben jetzt ja ein bisschen Geld. Und kriegen hoffentlich auch noch ein bisschen was durch das Turnier rein. Ja, dann ist jetzt das Halbfinale gegen Brügge. Erstmal sehen wir hier noch, dass das Dragowski auch Gespräche mit West Bromwich führt. Aber es leistet natürlich erstmal noch ein Verein. Ist das noch nicht so tragisch. Hoffen wir mal, dass nicht noch mehr dazukommen. Ja, gehen wir jetzt ins erste Spiel gegen Brügge. Hier im Old Trafford Halbfinale. Hertha BSC gegen Club Brügge. Mal gucken, was wir hier rausholen können. Unsere Spieler klatschen sich hier eben noch mit den Gegnern ab. Und dann geht's jetzt in die erste Aktion. Nämlich in der 16. Minute kommt Brügge über Bullingoli. Er kommt ins Strafraum, passt zu Diaby, aber der schießt zum Glück drüber. Glück für uns, aber der Kopf war schon da gewesen. Jetzt ist die 38. Wir mit einer Chance. Grilbert kommt dabei. Dann zu Kalou. Der zieht in die Mitte und dann kommt er nicht zum Schuss und dann ist er auch da. Und dann ist Halbzeit im Spiel, ist nicht viel passiert. 0-0 zur Halbzeit. Und jetzt die 48. Brügge über rechts. Da kommt die Flanke und da rettet Kraft uns. Starke Parade von Kraft. Und jetzt in der 65. Wir sehen hier Brügge macht, spielt Tiki-Taka. Pass hin und her. Duarte. Und dann kommt hier der Fehlpass. Und jetzt der Konter von uns. Kalou. Was kann Kalou hier rausholen? Zwei Verteidiger sind um deinem Rücken. Und dann holt einer den Ball. Und dann ist das Spiel zu Ende. 0-0. Und das heißt, wir gehen in ins Elfmeterschießen. Und ja. Da gehen wir jetzt hier mal direkt weiter. Hier sehen wir unsere Schützen. Egler fängt an. Und ja. Hoffen wir mal, dass wir da was Gutes rausholen. Und ja, hier sehen wir schon, Egler tritt als erstes an. Egler gegen Bolat. Was wird Egler rausholen? Und er versenkt den ersten Schuss. Und jetzt Simons gegen Kraft und Simons trifft auch. Ganz sicher. Jetzt Ibisevic gegen Bolat.
Was kann die Biese mit. Macht er ihn? Ja, der macht ihn. Da hatten wir Glück, dass er die falsche Ecke schießt. Jetzt Former auf Seiten der Brügger. Er tritt an und er trifft nicht. Pfosten, Pfosten und raus. Da haben wir Glück. Und jetzt Plattenhardt. Wenn er den jetzt reinmacht, dann haben wir schon mal einen großen Vorteil und er verschießt. Bolat steht in der Mitte. Somit kann Brügge jetzt wieder ausgleichen, wenn der Schuss von DV reingeht. Und er geht an die Latte und rein. Da war jetzt das Glück auf der Brügger Seite und somit ist der Ausgleich wieder da. Und jetzt Lustenberger. Und der trifft auch ganz sicher. Und jetzt hier Refellow gegen Kraft. Was macht er? Er verschießt. Damit haben wir jetzt einen wichtigen Vorteil. Wenn Ciciaci den jetzt reinmacht, dann sind wir im Finale des European International Cup. Hier sehen wir noch unsere Fans, jetzt hoffen, dass er ihn reinmacht. Ciciaci, er schießt. Und der ist drin, damit sind wir im Finale im European International Cup. Und sind jetzt ganz nah vor dem Titel. Ciciaci lässt sich jetzt völlig zu Recht feiern. Hier sehen wir noch den entscheidenden Elfmeter, der reingegangen ist. Und ja, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Erfolg für uns, dass wir hier direkt im Finale kommen bei unserem ersten Turnier. Da lässt auch einen guten Eindruck. Und damit kann man gleich zeigen, dass man uns nicht unterschätzen sollte in dieser Saison. Und ja, dann gehen wir jetzt mal weiter ins Menü, mal gucken, was noch mit unseren Transfers geschieht. Ja, hier sehen wir, im Finale müssen wir gegen Norwich City. Ein Schritt vom Pokal entfernt. Und den werden wir jetzt hoffentlich gleich auch noch gehen. Und jetzt sehen wir hier schon drei Nachrichten. Einmal ist Rakowski auch noch mit Toulouse Gespräche führt, dass wir 3 Millionen durch den Finaleinzug kriegen. Was natürlich sehr viel Geld ist. Und jetzt hier West Brom hat das Angebot auch akzeptiert. Langsam müssen wir bei Rakowski ein bisschen Druck machen. Und hier bei Sané wollen sie 4,5. Und das bieten wir ihnen auch. Sané ist ein guter Spieler. Wird sich auch noch sehr, sehr gut entwickeln. Und bei Dragowski müssen wir gucken, dass wir den jetzt langsam irgendwie kriegen. Deswegen gehen wir das nochmal rein. Erhöhen unser Angebot ein bisschen, damit sein Verein auch schnell akzeptiert. Erhöhen wir unser Angebot auf 4 Millionen. Und hoffen, dass wir ihn trotzdem kriegen, auch wenn so viele Vereine ihn auch haben wollen. Und das bin ich natürlich gespannt. Und jetzt gehen wir hier nochmal weiter. Gucken, was noch für Nachrichten ist, dass Kagels auch noch eingeht. Also langsam wird es immer unwahrscheinlich, dass wir ihn kriegen, aber die Chance stirbt zuletzt in Hoffnung. Und in Malaga ist jetzt auch noch mit drin. Also wenn wir uns den kriegen, dann ist das nicht der Erfolg. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Finale gegen Norwich City. Das, wenn ein Schritt vom großen Finale entfernt, wenn wir das jetzt auch noch gewinnen. Dann haben wir den Pokal und dazu auch noch eine riesen Prämie. Und daher müssen wir natürlich alles ansetzen, dass wir jetzt auch noch den Pokal holen. Und dann ist das natürlich ein super Saisonstart und so kann es dann in der Saison weitergehen. Und jetzt gucken wir aber erstmal, was wir in dem Spiel rausholen. Das Finale beginnt jetzt hier im Old Trafford Norwich City aus England gegen Hertha BSC Deutschland. Ja, ein Schritt vom Pokal entfernt. Wer wird ihn holen? Norwich oder Man United? Hier sieht man den Pokal, den wir jetzt gleich hoffentlich holen werden. Ja, dann geht es jetzt in die erste Spielaktion, nämlich in der dritten Minute direkt übers Grillbett. Der steckt Haraguchi nicht frei vom Tor und dann macht er da nur so einen laschen Schuss raus. Keine Gefahr für Rudi. Netz hier Norwich in der 21. Minute über Mulumbu. Der passt zu Holen. Der wieder zu Olsen. Der wieder zu Mulumbu. Und der wird zu Holen. Und der passt zum Kani. Und der trifft die Latte. Und im Nachkopfball ist zum Glück Kraft da. Da warten wir jetzt aber mal riesig Glück. Und jetzt hier 36. Minute. Lustenberg kommt über links. Der passt zu Haraguchi. Der läuft hier jetzt in den Strafraum. Und wird klar gefoult. Das gibt auch Elfmeter. Da braucht das Spiel auch gar nicht erst protestieren. Macht er auch nicht. Und jetzt sieht man nämlich, der hat ihn klar das Bein gestellt.
Völlig berechtigter Elfmeter. Und ja, Kalou tritt hier an. Kalou gegen Rudi. Holen wir hier die Führung in der 39. Minute. Und ja, Kalou macht das Ding. Damit führen wir hier 1:0 im Finale. Besser kann es doch gar nicht sein. Jetzt hat Norwich den Druck. Sie müssen das Tor machen. Und ja, wir können entweder versuchen, noch ein Tor zu machen oder einfach zu verteidigen. Und dann ist Halbzeit. Wir gehen mit einer 1:0 Führung in die Halbzeit. Das ist doch sehr, sehr gut. So kann es bleiben. Ja, jetzt geht es hier direkt weiter. In der 50. Minute Norwich City hat, kommt hier über Redmond. Kommt die Flanke und Mbokani köpft knapp daneben. Und jetzt die Kalou wird laut dem Schiri gefoult. Ich würde jetzt nicht unbedingt Freistoß gepfiffen, aber nehmen wir natürlich an. Darida tritt an. Was holt er raus? Schießt unter der Mauer durch und Rudi kommt gerade noch so mit den Fingerspitzen dran. Sehr, sehr gefährlicher Freistoß. Und jetzt hier die erste Ecke. Und die wird zu einer weiteren Ecke geklärt. Und jetzt geht natürlich Darida wieder zum Eckpunkt und tretet auch die rein. Und mal gucken, was er jetzt hier rausholen kann. Und da wird leider nichts raus, denn Rudi hat die Sicherheit nahe 77. Minute. Hier Stocker fault unseren Spieler. Stocker fault den Gegenspieler. Sorry. Und das gibt Freistoß, sogar noch gelb für Stocker. Und eigentlich keine so gefährliche Position. Aber das ist Mulumbu. Völlig egal, der flankt rein. Der Ball wird rausgeköpft. Behrens kann den Ball nicht finden, so kommt der Gegner am Ball. Javis, der ist zu Jerome und der zieht ab und da ist das 1:1. Sehr, sehr ärgerlich. Aus so einem unnötigen Foul entsteht jetzt hier das Gegentor. Kraft ärgert sich und jetzt sehen wir hier nämlich gleich auch nochmal warum. Hier beim Schuss von Jerome sie über den hätte Kraft haben müssen. Und jetzt sehen wir hier nochmal so einen laschen Schuss von Pekarik. Dann war es. Das heißt, hier geht's auch ins Elfmeterschießen. Höhere Spannung kann es eigentlich nicht geben als Elfmeterschießen im Finale. Und diesmal fängt Norwich an hier mit Hooper. Die Frage ist, wird er treffen? Ja, ganz sicher. Platziert, da konnte Kraft nichts machen. Und jetzt hier tritt Kalou an. Ein zweiter Elfmeter, wird er auch den zweiten versenken? Ja, auch ganz sicher. Da hat auch keine Chance, auch wenn er in der richtigen Ecke war. Jetzt Hausen für Norwich. Wird er hier eine Führung holen können? Nein, Kraft hält ihn. Schöne Parade und jetzt hier Darida. Er kann uns hier den Vorsprung holen. Und das macht er auch. Damit haben wir jetzt schon mal einen Punkt Vorsprung und die müssen einen Ball von uns halten. Jetzt Jerome, der Torschütze für Norwich im regulären Spiel. Was macht er? Er verschießt auch. Wenn wir den jetzt reinmachen, dann haben wir den Sieg schon so gut wie sicher. Behrens. Macht er ihn. Er macht ihn und das heißt, Norwich muss jetzt jeden treffen und von uns jeden halten. Jetzt hier Martin. Er hat schon mal den Druck, dass er jeden reinmachen muss. Und wird er ihn reinmachen? Nein, er verschießt. Damit gewinnen wir den European International Cup. Das ist auch schon mal ein sehr großer Erfolg. Kraft lässt sich hier feiern. Zwei schöne Paraden. Und ja, damit haben wir den ersten Titel der Saison. Kriegen natürlich auch nochmal richtig schön Geld, womit wir uns auch nochmal schöne Spieler holen können. Drei haben wir ja auch schon auf dem Plan. Hoffentlich kriegen wir die auch. Und ja, hier sehen wir enttäuschende Norwich-Spieler. Natürlich verständlich, hier sehen wir so feiernden Fans. Und hier auch nochmal so Spieler, wie sie sich freuen. Ja, jetzt gehen sie alle auf einen Platz. Die Hertha-Spieler, nämlich zur Trophäe. Da ist die. Wir gewinnen den European International Cup. Da ist der Pokal. Und so kann man doch gut in die Saison starten. Direkt mit einem Turniersieg und viel Geld. Und jetzt gehen wir weiter. Mal gucken, was bei Dragowski und Co. sich noch entwickelt. Hier sehen wir nochmal, wir gewinnen im Elfmeterschießen den European International Cup. Und ja, mal gucken, wie viel Geld wir dadurch kriegen. Erstmal hier hat der Verein das Angebot angenommen. Das müssen wir so ein bisschen beeilen bei Dragowski.
Wird natürlich erstmal nur Rotationsspieler sein, da Kraft erstmal unser erster Torwart sein wird, aber mit Zuversicht ist, dass sich gut entwickelt. Dragowski kriegt 3,7 Millionen durch das Turnier. Also das ist eigentlich schon fast Dragowski bezahlt und jetzt gehen wir hier natürlich noch ins Training. Als erstes Mitchell Weiser. Als zweites nehmen wir Plattenhardt. Der dritte Spieler im Training wird sein Nick Darida. Sorry. Der vierte und vorletzte wird sein Niklas Stark. Und der letzte Spieler fürs Training diese Woche wird Haraguchi sein. Lass uns natürlich kurz simulieren. Ja, Noten sind ganz okay. Mitchell Weiser verbessert sich in der Ausdauer. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir hier weiter, mal gucken. Und ja, Schalke hat das Angebot für Sané natürlich akzeptiert. Ja, da haben wir jetzt nicht so einen Druck, da können wir erstmal auch einen ohne Angabe erstmal probieren. Vielleicht nimmt das auch an. Und jetzt ist halt, ja, es geht dafür auch noch eingestiegen. Also, wir sind wirklich schon, dann haben wir wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt. Hannover ist auch noch dabei und dann Tess auch. Also, fast ganz Europa ist dabei, die mit uns auf einem Niveau sind. Aber Dragowski akzeptiert unser Angebot. Erstmal hier Sané. Er ist ein sehr guter Spieler, den wir kriegen. Und Dragowski akzeptiert unser Angebot. Haben wir aber wirklich. Das ist ein riesen Ausrufezeichen gegenüber der anderen Verein. Das ist Wahnsinn. Damit habe ich selber persönlich nicht mehr gerechnet. Aber er sagt uns zu. Jetzt haben wir natürlich einen super Spieler im Training. Und jetzt können wir ja auch nochmal gucken, ob wir noch ihn verkaufen können. Und das sieht so aus, dann. Als wenn wir Jasbeck verkaufen können, verleihen. Und ja. Hier den Bayern können wir auch mal verleihen, der wird auch nicht zu Einsätzen kommen. Die sehen wir noch, wir müssen gleich nochmal nach einem Innenverteidiger gucken. Und hoffen, dass wir da vielleicht auch noch einen guten kriegen, weil zwei reichen einfach nicht. Im linken Mittelfeld haben wir jetzt Sané, Haraguchi und Benatira. Die sagen, verkaufen wir. Haraguchi oder Benatira, und da will ich am Ende auch sagen, Benatira, da er halt fast schon ein fertiger Spieler ist und wir dafür noch Geld kriegen können und die anderen beiden Spieler sich noch gut entwickeln können. Jetzt gucken wir mal hier, ob wir mit einem Innenverteidiger verhandeln. Nein, okay. Das heißt, wir holen uns noch einen. Haben wir eventuell einer BPL schon gescoutet? Nee, leider nicht. Aber in der Bundesliga, das weiß ich, da haben wir welche gescoutet. Wir können nicht mal gucken. Natürlich noch die Defensive. Und ja, gucken wir mal, wie wir hier so haben. Oh Gott, ja. Aber es ist halt auch schon ein fertiger Spieler. Können wir uns eventuell Ende der Saison holen, ablösefrei. Aber jetzt erstmal hier Eier, den wir Anfang der Folge schon angeguckt haben. Können wir mal ein Angebot machen. Versuchen wir es mal mit 2,5 Millionen. Mal gucken, was Schalke sagt. Vielleicht nehmen sie es ja an. Dann gucken wir es ja noch weiter jetzt, weil wir wollten das für den. Ah, ist ein bisschen zu viel. Können ja nicht für einen Innenverteidiger, wahrscheinlich nur auf der Bank sitzt, dann so viel ausgeben, auch wenn er natürlich super zur Entwicklung wäre. Ich gucke mal hier durch, ob wir noch einen guten hätten. Süle können wir sowieso nicht leisten. Bell, ja, auch ein bisschen teuer. Und ja, das war's dann. Gucken wir nochmal eben kurz, dass wir auch keinen übersehen haben. Sieht jetzt aber nicht so aus, das heißt, wir gucken jetzt mal, was die zu Ayhan sagen. Vielleicht nehmen sie es ja an, dann haben wir das auch schon geklärt. Und hier haben wir noch ein Transferangebot für Niklas Stark, das ist sehr gut, dann kann er auch ein Jahr in der zweiten Liga bei Heidenheim Spielpraxis sammeln. Und jetzt gehen wir auch noch weiter. Können jetzt hier nochmal ins Training, aber erstmal hier Schalke akzeptiert das Angebot für Ayhan. Das ist doch sehr, sehr gut. Dann hier machen wir mal das Vertragsangebot. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler, den man gut entwickeln kann. Jetzt gehen wir hier ins Training. Als erstes natürlich Dragowski. Also da habe ich jetzt große Hoffnung, da mir ja empfohlen wurde, dass er ein sehr, sehr guter Torhüter wird und irgendwann Kraft ablösen wird. Und ja, dann gehen wir hier noch als nächstes. Darf dann noch trainieren Mitchell Weiser. Dann darf noch Darida ran. Und zuletzt darf noch Plattenhardt trainieren. Lassen wir natürlich kurz simulieren.
und gucken, wie die Noten sind. Ja, ganz durchschnittlich. Plattenhardt verbessert sich auf eine 75. Sehr, 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 sehr gut. Jetzt gehen wir hier weiter. Und hier, das wäre gut für Anders Benatira. Wollen natürlich den Marktwert haben, aber das sollte eigentlich für Hamburg kein Problem sein. Für Geld sollten die auch haben. Und hier sehen wir, Eiern akzeptiert Angebot. Damit haben wir auch noch einen guten Innenverteidiger. Und haben trotzdem noch 8 Millionen. Ja, wir gleich mal ins Team. Da kann Lustenberger Pro jetzt nicht mehr Innenverteidiger spielen. Und ja, Eiern kommt natürlich erstmal auf die Bank. Ist natürlich nur Ersatz-Innenverteidiger. Der erste Innenverteidiger werden halt Buchs und Langkamp sein. Aber Eiern wird sich im Training irgendwann so verbessern, dass er die beiden ersetzen wird. Also wahrscheinlich ja, Langkamp, da Buchs auch noch ein junger Spieler ist. Und Sané kommt natürlich auch in die Startaufstellung. Und ja, wir haben jetzt ja noch 8 Millionen. Wenn ihr noch Transfervorschläge habt für 8 Millionen, gerne auch in die Kommentare hier. Hamburg will den Marktwert nicht bezahlen, dann lehnen wir das natürlich ab und warten auf noch ein neues Angebot. Ist jetzt ja kein Spieler, den man irgendwie unbedingt loswerden muss. Und jetzt können wir auch wieder ins Training gehen. Als erstes lassen wir gerade im Training natürlich Sané. Als nächstes dann noch Mitchell Weiser. Als drittes darf natürlich Dragowski dann noch ins Training. Dazu dann noch Uchs. Und als letztes noch Kahn Eihan. Auch wieder kurz simulieren. So, alle durchschnittlich. Weiser verbessert sich im Ballkontrolle auch sehr, sehr gut. Dann gehen wir jetzt hier auch weiter. Und gucken wir mal in die Nachrichten. Nichts Besonderes. Und ja, hier in Mittelstädt verleihen wir an Mori Kambe. Haben natürlich auch sehr, sehr gerne. Und jetzt hier gehen wir wieder ins Training gehen. Erstmal als erstes wieder Sané. Und dann noch Gucci. Das ist jetzt natürlich ein bisschen einschlägig auf dem Training, aber ist halt wichtig für unsere jungen Spieler, dass sie sich so gut weiterentwickeln können. Und als nächstes hier noch Krugs. Und als letztes noch im Training Kahn Eihan. Das lassen wir mal wieder kurz simulieren. Und da sind wir ganz gute Noten. Haraguchi verbessert sich in Ausdauer. Ja. Hier kommen wir noch einen Jugendscout, auch immer sehr, sehr gut. Kann auch nie schaden. Ja, und Trissa ist dann halt auch zu teuer. Also jetzt haben wir noch 5 Millionen, falls ihr dafür noch einen guten jungen Spieler kennt, der uns natürlich, den wir auch natürlich brauchen. Also jetzt zum Beispiel einen Stürmer bräuchten wir jetzt nicht mehr, aber falls ihr noch einen guten Jungen kennt für 5 Millionen, den wir brauchen könnten, gerne in die Kommentare. Bin ich immer für offen und ja, hier sind wir nochmal das Netzwerk aufbauen. Und dann gehen wir jetzt hier weiter. Dann sehen wir auch schon, das erste Ligaspiel wird gegen Augsburg sein. Aber hier nochmal Köln will auch, wenn es ein ist, bin hier, aber dann fordern wir natürlich auch wieder den Marktwert für. Und ja, dann nächstes Spiel ist dann gegen Augsburg in der Bundesliga. Das gibt es dann natürlich in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.